Moin, moin, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, der letzte Aufnahmetag ist schon so ein bisschen her. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir waren. Wir sind auf jeden Fall unten. Wie heißt der Ort denn nochmal? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Und sollen Brynjolf folgen. Das werden wir direkt mal machen. Irgendwas mit Zisterne ist der Name von hier. Aber ich weiß gar nicht mehr genau. Okay, durch den Schrank, alles klar. Aber da muss ich jetzt noch mal gucken. Warum habe ich den Eisenstreitkolben ausgerüstet? Naja, ich gehe jetzt einfach mal wieder auf den Jagdbogen. Oh, wie gehe ich denn da nochmal weg? Zersplitterte Flasche. Ja, so war das. Naja, mal. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den Pfeil da wegkriegt. Naja. So ganz langsam. Folgen wir mal dem guten Brynjolf. Warum die auch immer so langsam laufen müssen. Schon ein bisschen nervig. Aber naja, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Aha. Aber ja, gut. Wenn das nicht als Stehlen gilt, nehme ich das natürlich alles mit. Das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Aber Pfeile. Pfeile sind immer wichtig. Mal gucken, was wir noch so hier finden. So. Ja, sehr gut. Auch Zaubertränke nehmen wir natürlich alles mit. Auch wenn wir es vielleicht nicht wirklich brauchen. Oh, kaiserlicher Bogen der Seelen. Da gucken wir doch mal. Schaden 14. Oh. Warum kann ich das nicht auswählen? Unser hat nur 11. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den legen wir ab. Den nehmen wir mit. Jetzt werden wir dann auch in den Objekten bei den Waffen das hier als Favoriten festlegen und auch direkt ausrüsten. Der ist jetzt verzaubert. Was hat er denn für einen Zauberschaden? Stirbt das Ziel innerhalb von 3 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Okay. Seelenschleider habe ich ja schon ein paar. Da muss ich dann mal gucken. Mercer? Von dieser Ach, Person hallo hier Mercer. Habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich. Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen. Wann wir es sagen. Alles klar. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Ja, also ich verstehe das schon. Und auch bei Dieben sollte es die Regeln geben. Zumindest innerhalb der Diebesgemeinschaft. Ich weiß nicht, nö. Ich verstehe das schon. Gut, dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Da gelten halt andere Regeln nicht etwa als über Goldenglanz, oben. Oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Denn dann soll er es beweisen. Gut Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen.
alles klar. Rignol wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer, habt ihr nicht etwas vergessen? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Willkommen in der Familie, Bürschchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt, also enttäuscht mich nicht. Nee, ich nicht. Und wie komme ich zu meinem Anteil? Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Okay, Tonelia, ja. Erzählt mir etwas über den Goldenglanz-Auftrag. Gut, Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringoth. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Was ist der Haken an der Sache? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. Na und? Wir sind die Diebesgilde, klingt sinnvoll. Warum sind diese Kunden so wichtig? Ja, Mercer ist ja gerade derjenige, mit dem wir geredet haben. Und wenn der Mercer dann böse auf uns ist, das ist, glaube ich, nicht ganz so hilfreich, um weiterhin Bestand zu haben in dieser Gilde. Deswegen klingt das schon sinnvoll. Aber ich möchte erst mal ganz gerne wissen, warum sind diese Kunden so wichtig? Die Gilde braucht Abmachungen mit einflussreichen Personen, damit alles problemlos läuft. Ohne ihre Unterstützung bekämen wir ernste Probleme. Was ist mit Aringoth? Maven möchte, dass Aringoth am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Gut, sprich mit Brynjolf abgeschlossen, stecke drei Bienenstöcke in Brand, räume Aringoths Tresor aus. Ja, das kriegen wir doch hin. Okay, ich muss noch mehr über Goldenglanz erfahren oder gut, wissen. Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringoth aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Mhm. Söldner? Nicht die Wachen von Rifton? Genau. Aringoth hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Okay. Wie ich die Bienenstöcke zerstöre, sollte mir klar sein. Ich habe einen Feuerzauber. Das sollte gehen. Ich gehe jetzt einmal zurück in die zersplitterte Flasche, weil ich dort nochmal mit ein paar Leuten reden möchte. Wie zum Beispiel hier mit Vex. Bevor wir anfangen, will ich zwei Dinge unmissverständlich klarstellen. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Alles klar. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, habt ihr euch getäuscht. Möchte ich gar nicht. Und zum zweiten, ihr folgt meinem Beispiel und tut genau, was ich sage. Keine Fragen, keine Ausflüchte. Alles klar. Dann verstehen wir einander, ja. Gut. Jetzt ist es Zeit, dass ihr Erfahrung sammelt und ich will keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödeln. Worum geht es denn? Ich will nichts beschönigen. Es geht uns hier unten nicht gut. Habt ihr eine Ahnung, warum? Wer weiß. Der alte Delvin glaubt, es sei ein Fluch im Spiel. Ich glaube, er ist verrückt. Wenn ihr mich fragt, dann ist das einfach bloß Pech. Und was nun? Ihr könnt uns da draußen wieder einen Namen machen. Dafür sorgen, dass sie uns fürchten. So wie früher einmal. Und dabei könnt ihr auch gleich ein wenig Geld verdienen. Das ist doch kein schlechtes Geschäft. Was meint ihr? Klingt gut. Bietet die Gilde andere Dienste an? Ich habe erfahren, dass ihr Schwierigkeiten auf Goldenglanz hattet. Das stimmt. Dieser Taugenichts von einem Waldelfen, der ist
viel schlauer, als ich erwartet hatte. Könnt ihr es fassen, dass dieser Mistkerl seine Wachen mehr als verdreifacht hat? Ups. Es müssen 8 von ihnen dort drinnen sein. Als wollte er uns herausfordern, zu kommen und ihn zu holen. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich reinkomme? Nun, es gibt einen alten Abwassertunnel, der sich auf der nordwestlichen Seite der Insel in den See ergießt. So bin ich dort hineingelangt. Sicher ist er immer noch unbewacht. Alles klar. Durch die Kanalisation können wir vielleicht leichter an Goldenglanz rankommen oder in Goldenglanz reinkommen. Ich habe aber auch gehört, dass ihr zusätzliche Aufträge für mich habt. Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Ach, ich möchte mal ganz gerne so eine Denunziation machen. Wenn ein Kunde uns braucht, um einen anderen auszuschalten, benutzen wir andere Methoden als die dunkle Bruderschaft. Wir finden eine andere Möglichkeit, um ihn aus dem Weg zu räumen. Ihr schmuggelt gefälschte Beweise in das Haus der Zielperson, dann geben wir der Stadtwache einen Tipp. Der Rest geht dann ganz von allein. Schlau. Meint ihr, dass ihr das schafft? Klar, ist so gut wie erledigt. Hier, bitte. Ich hoffe, ihr vermasselt die Sache nicht. Gut, Kupferdiadem mit Saphir gestohlen hinzugefügt. Wer bist du? Ah, von ihr dir kriege also ich der die neue Sache. Rekrut. Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertraut machen müssen. Warum? Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Gibt es etwas, wofür ihr nichts verlangt? Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heuler niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ups. Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen, auf intelligent, was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Verstanden. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Hier ist eure Rüstung. Sorgt dafür, dass ihr sie gut nutzt. So. Der Rest interessiert mich jetzt erstmal nicht. Und jetzt will ich nur noch schnell einmal mit Delvin sprechen. Brynjolf also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen. Ohne euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Natürlich. Richtig. Ja. Ich weiß, was ich tue. Ich denke, ich könnte ein paar Ratschläge gut gebrauchen. Na, ich glaube, ich weiß, wenn was ich tue. Wenn ihr mich anlügt, werde ich ganz sicher nichts für euch tun. Versprochen. Alles klar. Andererseits, wenn ihr mir einige dieser zusätzlichen Aufgaben abnehmt, steigt ihr auf meiner Liste ganz nach oben. Sehr schön. Ich denke, ich könnte ein paar Ratschläge gut gebrauchen. Mit dieser Einstellung kann man hier reich werden und ein schönes, langes Leben genießen. Wir beide werden gut miteinander auskommen. Also, solltet ihr euch als fähig erweisen, habe ich jede Menge Aufträge für euch, um die Gilde wieder ins Geschäft zu bringen. Wieder auf Erfolgskurs. Schaut euch doch mal um. Die zersplitterte Flasche, die Gilde. Es geht alles vor die Hunde. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es hier genauso geschäftig wie in der Kaiserstadt. Aber jetzt kann man schon froh sein, wenn man nicht über einen Skewa stolpert. Was ist geschehen? Passt auf. Ich weiß, dass die anderen mich für leicht verrückt halten, so etwas zu sagen. Aber ich will offen mit euch sein. Irgendwer oder irgendwas da draußen ist verdammt sauer auf uns. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber es geht nicht nur um uns beide. Wir sind verflucht. Ein Fluch? Was können wir dagegen tun? Ich sage euch, was wir machen. Wir ignorieren diesen verdammten Fluch einfach. Und sorgen dafür, dass alles wieder so wird wie früher. Da alles kommt klar. Ihr ins Spiel. Ich habe jede Menge Arbeit für euch, mit der ihr uns bei der Rückkehr zu altem Glanz verhelfen könnt. Ihr müsst einfach nur fragen. Dann kommen wir beide so sauber wie nach einem Bad aus der Sache heraus. Okay. Ja, ich möchte erstmal was über gut Goldenglanz erfahren. Passt auf euch auf da draußen. Die von Arengot angeheuerten Söldner sind professionelle Mörder. Fragt mal unsere arme kleine Vex.
Okay. Ich habe gehört, ihr habt zusätzliche Aufträge. Ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Ich möchte gerne einen Raubzug machen. Manchmal erinnern wir eine Stadt daran, dass mit uns nicht zu spaßen ist. Dann schlagen wir hart zu und packen alles ein, bis sie die Lektion verstanden haben. Ist doch ganz einfach, oder? Ja, das stimmt. Beinahe. Der Trick ist, dass es nicht zählt, wenn man euch dabei sieht. Die Botschaft muss klar sein. Wir arbeiten in den Schatten. Sagt ein, wo und was ihr wollt. Und ihr könnt die Beute sogar für euch behalten. Seid ihr dabei? Jo. Schön. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Gut, und jetzt können wir uns auf den Weg machen zu Gut Goldenglanz. Dadurch, dass wir jetzt hier einmal drinne waren und uns das gezeigt wurde, ups. Ach, warum bin ich denn jetzt? Ach ja, alt war es. Ja, es ist wie gesagt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier aufgenommen habe, beziehungsweise gespielt habe. Und durch andere Spiele verchecke ich gerade im Moment total die Steuerung. Und jetzt können wir nämlich hier raus und sind in Rifthorn. Bei der Diebesgilde. Oh, toll, Kirschen. Die nehme ich mit. Ihr kennt das Spielchen ja bereits. Und hier die noch. Gut. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay. Gucken wir doch mal nach. Ich habe einen Brief bekommen. Ist das bei Büchern? Brief eines Freundes. Partypnix, mit der Machtdemonstration eures Tum in die zersplitterte Flasche habt ihr für eine Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenbluts mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Spaltsteinschlucht richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. Wer auch immer dieser Freund ist, diese Energiequelle würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist ein Wort für einen Drachenschrei. Das liegt auf jeden Fall sehr nahe. Und als nächstes wollen wir trotzdem endlich zu Gut Goldenglanz kommen. Ihr habt jetzt lange genug dabei zugesehen, wie ich irgendwie gelabert habe mit Leuten. Deswegen machen wir uns jetzt endlich auf den Weg zu Gut Goldenglanz. Wo liegt überhaupt Gut Goldenglanz? Karte. So. Hier direkt um die Ecke. Okay, alles klar. Bienenstöcke, tritt durch die Kanalisation und der Tresor. Okay. Dann machen wir als erstes die Bienenstöcke, weil die Bienenstöcke wir da in kein anderes Gebiet reingehen müssen, also in kein Haus oder so. Das wurde so da auf der Map angezeigt. Ist das das da drüben? Wahrscheinlich, nicht wahr? Okay, gucken wir doch mal. Aber wir können noch nicht wirklich lange rennen. Unsere Ausdauer ist noch nicht so gut. Es wird sich mit der Zeit wohl auch ändern. Ach so, bevor ich es vergesse. Wir haben doch die Klamotten der Diebesgilde gekriegt. Da wir im Moment noch auf schwerer Rüstung unterwegs sind, aber ich das gar nicht möchte, werden wir jetzt auf leichte Rüstung umsteigen. Nämlich die Diebesgilden-Handschuhe, die Diebesgilden-Kapuze, die Diebesgilden-Rüstung. Ja, da wird auch nochmal die Tragfähigkeit erhöht, das ist sehr gut. Und die Diebesgilden-Stiefel. Bei der Kapuze, was hat denn da bisher der Helm gebracht? Ja gut, das ist auf jeden Fall annehmbar. Ich möchte jetzt aber auch das hier und das hier und das hier.
Die behalte ich. Die brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Das ist aus der Quest. Das behalte ich, weil das viel wert ist und mir nichts wiegt. Genauso wie das hier und das hier. Und ja, das ist der Helm, den wir damals mal gemacht haben. Puh, den schmeiße ich auch weg. Kann alles hier liegen bleiben. Puh, kann sich jemand anderes daran ergötzen. Sozusagen. Das hier drüben wird das sein. Aber wenn ich eins gelernt habe aus diesem Spiel, in der Zeit, wo ich das schon spiele, ist, durchs Wasser ist nicht immer besser. Manchmal kommt man nämlich dann irgendwie die Wege dort nicht hoch. Ich suche mir mal einen richtigen Weg, wo ich zu gut Goldenglanz rüberkomme. Der wird wahrscheinlich am anderen Ende des Sees sein. Ach, da hinten. Das sieht so aus, als ob da was rüber geht. Sehe ich da schon Gegner? Scheint mir jetzt gerade nicht so, aber die werden schon noch kommen. Gibt's auf diesem Boot irgendwas Schönes? Na, ich auch. Nö, ist leer. Jetzt kann man besser sehen. Dürfte aber noch niemand in Sichtweite sein. Was ist denn das hier eigentlich für eine Festung? Oh. Hetzt die Hunde auf sie, Jungs! Oh oh. Oh, das sind Banditen. Oh, jetzt werden natürlich Seelensteine gefüllt. Einen einfachen Silberring nehme ich jetzt nicht mit. Oh. Und du hast was dabei. Ja, oh, ich krieg meinen Pfeil wieder. Und Gold. Sehr schön. Dann nehmen wir doch einfach erstmal die Gegner hier mit. Ah, mit R kann ich das wieder. So. Habe ich euch auch schon mal erledigt. Dietrich, Gold und Eisenpfeile. Sehr schön. Oh, da kommt wieder einer. Ach, komm her, Bandit. Mach dich ab. Kein Seelenstein ist groß genug. Ja, das ist, wenn man Menschen bzw. wirkliche Personen tötet, da sind die Seelensteine meistens nicht groß genug für. Dich habe ich noch mitgenommen. Wieder ein bisschen Gold und Eisenpfeile. Das ist sehr gut. Aber hier oben scheint noch irgendwo einer zu sein. Nur wo? Komme ich da irgendwie hin? Außer da reinzugehen, da möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ach. Lassen wir das doch. Boah, dich habe ich schön getroffen. Loser. Wie dem auch sei. Da haben wir jetzt gerade was Unerwartetes erlebt mit diesem Kampf. Das ist halt so. Man bleibt halt auch nicht immer davon. Oh, da könnte ich hochkommen. Ich versuche das mal aufzuschließen. Ups. Es war zu weit, also dort. Jo, hier. Sehr schön. Und wir sind wieder ein Level auf. Neue Stufe. Lehrling bin ich jetzt. Und was wollen wir hochmachen? Ich glaube, für den nächsten Auftrag bei den vielen Söldnern, die wohl sehr blutrünstig sind, schadet es nicht, unsere Gesundheit etwas zu erhöhen. Das werden wir natürlich jetzt als allererstes machen. So, dann wollen wir mal schauen. Kann ich bei der Schießkunst weiter etwas ausrüsten? Da nicht, aber hier. Adlerauge, wenn du während des Zielens Blocken drückst, kannst du heranzoomen. Das ist gut. Und Todesschuss, 10% Chance auf einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden verursacht. Wir nehmen erstmal das Adlerauge. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Weil dann können wir nämlich
hier so ranzoomen. So. Wo ist der Gegner? Einer ist hier noch. Der wird hier oben sein. Das nehme ich. Ach, ganz da oben. Haha. Dich hole ich mir auch noch. Auch noch mit Hündi. Hundili. Oh, ja. Gold. Und ein Schlüssel. Sehr schön. Truhen nehmen wir natürlich mit. Zack. Und auch das hier ist offen. Dietrich, Gold und Zaubertrank. Wie komme ich jetzt an euch da oben dran? Irgendwo muss es ja einen Weg dahin geben. Ich würde die schon gerne noch mitnehmen wollen. Aber wie komme ich da dran? Leichter gesagt als getan. Hier rüber wahrscheinlich. Ich habe ja den Schlüssel. Deswegen. Ah, da geht's hoch. Erstmal gucken. Oh, das ist leer. Da ist was drin. Oh ja, Zutaten. Und diese Truhe wird jetzt noch aufgeschlossen. Schnell. Zack. Dietriche Gold. Rolle des Schneesturms. Stahlbarren und die Zaubertränke nehmen wir mit. Werde ich aber eine Runde schleichen. Da oben sind sie nämlich drinne. Na, wollen wir mal. Versuchen reinzukommen, ganz leise, vielleicht wirklich mal die Schleichskills auspacken. Aber wie ich mein Glück kenne, steht hier direkt derjenige hinter der Tür. Jo, wieder ein Seelenstein gefüllt. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich noch hier drauf? Auf dem Bogen? Wie viel hat das schon abgezogen? Ah, schon einiges. Aber Seelensteine füllen. Ja, ja, bla. Sabbel nicht so viel. Komm wieder her. Na gut, machen wir es halt so. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Ja, kannst du das? Also habt ihr da unten alle meine Wölfe getötet. Dafür werde ich euch umbringen. Ja, wirst du das? Boah, daneben. Ja, sabbel nicht. Du fällst erstmal hier runter. Nicht gut. Gold. Eisenpfeil. Du hast echt nichts Gutes dabei gehabt, du Schmock. So, weiter geht's nach oben. Krieg ich den feinen Pfeil, den ich hier verschossen habe, irgendwo wieder? Ah, finde ich jetzt nicht. So, was haben wir hier? Eine Kommode. Ist da Gold drin? Nein. Ein Apfel. Boah, Schnett. Mal hier. Nur Papierrollen, Tintenfass und Schreibfeder. Auch nicht das, wonach ich suche, aber hier oben ist eine große Truhe, die habe ich gerade schon gesehen. Die werden wir gleich mitnehmen. Das Buch können wir uns nicht angucken, aber die Truhe. 60 Gold und eine Novizenrobe der Wiederherstellung. Wiegt nur 1, ist aber 513 wert. Nehmen wir mit. So, hier der Mond Lorkhan. Da kriege ich bestimmt wieder einen Fertigkeitspunkt für. Veränderung. Sehr schön. Uns alles beim Level-Uppen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Oh, da sehe ich auch verzauberte Stiefel. Die nehme ich mit. Ansonsten hat er hier oben sein Bettchen. Mehr gibt es hier nicht. Das heißt, wir können uns wieder auf den Weg nach unten machen. Und können endlich auf gut Goldenglanz. Sind das dort die Bienenstöcke? Das könnte sein. Und da drüben ist ein Zugang.
Ich bin ein Dussel. Da drüben ist ein Zugang dazu, auf der anderen Flussseite. Natürlich auf der anderen. Wie soll das auch anders sein? Niemals auf der Seite, wo wir sind. Es ist mal wieder typisch. Wir werden jetzt noch bis zu der Brücke laufen. Vex hat uns zwar auch irgendwie gesagt, dass wir durch die Kanalisation rein können, aber ich will vorher versuchen, die Bienenstöcke wegzuflammen. 3 Stück dürfen es nur sein. Und nicht mehr und nicht weniger, sonst ist Mercer böse. Ah, hier können wir auch durchs Wasser durch, glaube ich. Die Strömung sollte jetzt nicht so stark sein. Lachs. So. Ja, Libelle. Kann ich einen Seelenstein füllen, oder? Jo. Hihi. Vielleicht habe ich ja noch Glück und kriege meinen Pfeil wieder. Aber ein großes Geweih, das ist eine Zutat. Das nehmen wir mit. Ach, der arme Hirsch. Habe ich ihn schön getroffen. Naja, du dienst einer größeren Sache. So ungefähr. Oh, einen Fuchs, den hätten wir auch mitnehmen können. Das mache ich jetzt mal nicht. So, hier muss ja irgendwo gleich die Brücke anfangen. Das ist eine andere Brücke. Wo ist denn die Brücke? Da hinten? Nee. Ach doch. Das ist die Festung, wo wir oben drauf waren. Ah. Ich war gerade ein bisschen orientierungslos. Das soll nicht zur Gewohnheit werden, das sage ich schon mal vorab. Oh. Wachen? Ich mache mich aus dem Staub. Ja, macht euch mal aus dem Staub. Alles klar. Kein Problem. Ich verpetze euch auch nicht. So. Da ist wieder ein Fuchs. Den können wir mitnehmen. Wenn du mal stehen bleiben würdest. Jo. Können wir wieder einen Seelenstein füllen. Und ich krieg sogar meinen Pfeil zurück. Das ist ja herrlich. Ihr kennt das Spiel mit den Zutaten. Ich nehme jede Zutat mit, die ich kriegen kann. So, wir sind jetzt an der Brücke angekommen. Hier ducken wir uns mal. Stellen uns hier oben drauf und gucken mal. Aber infiltrieren werden wir gut Golden Glanz in der nächsten Folge. Es tut mir leid, dass wir auf Abwege geraten sind durch die Burg und dass es am Anfang so viel Laberei gab. Das wird sich im nächsten Part sicherlich ändern, hier in gut Golden Glanz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.